Hallo meine Lieben, das hier ist eine neue Serie, die wir machen. Und zwar kommentiere ich, beziehungsweise Peter Würst, Videos, also Ausschnitte aus Serien, Filmen zum Thema Männer, Frauen, Beziehungen, Liebe, Frauenbild, Männerbild und so weiter. Okay, warte nicht auf mich. Du bist ja sehr zuversichtlich. Ja, deshalb das Warte nicht auf mich. Kennst du die Frau nicht erst seit ein paar Tagen? Ja. Das ist ja so genial, dieses, wenn die Leute in dem Video immer mitlachen. Heute ist die Nacht der Nächte. Du kennst die 3-Tage-Regel? Das ist die 3-Dates-Regel. 3 Dates? Was soll denn der Quatsch? Also gut, aber wenn du sie mitbringst, sei bitte ein bisschen diskret. Keine Sorge, die erste Nacht immer bei ihr. Ist das wieder so eine Regel? Nein, das ist eine Frage der Höflichkeit. Eine Frau ist in ihrer eigenen Wohnung viel sicherer und entspannter. Und sobald sie eingeschlafen ist, kann ich abhauen. Oh, wie böse. Okay, genial. Auch wieder so Klischee, aber das ist auch irgendwo kein Klischee, nicht? Worum geht es denn beim Frauen kennenlernen? Natürlich so schnell wie möglich ins Bett mit ihr. 3 Tage reichen, egal wie viele Dates wir hatten. Aber der Typ repräsentiert hier eh nicht wirklich den Gentleman oder den super attraktiven Mann. Also erste Nacht bei ihr oder erste Nacht bei ihm? Das ist eine echt gute Frage, was mehr Sinn macht. Ich verstehe seinen Ansatz zu sagen, du fühlst dich sicherer bei dir zu Hause. Auf der anderen Seite ist es genauso gefährlich, jemanden zu sich nach Hause einzuladen, den man erst zu kurz kennt. Generell glaube ich, dass es zu früh ist, so wie das da dargestellt wird, jemanden zu sich nach Hause mitzunehmen, nachdem sie sich kaum getroffen haben. Und ansonsten würde ich sagen, dass wahrscheinlich die Frauen lieber zuerst zu ihm gehen, um auch überhaupt mal zu sehen, wie er wohnt. Das ist nämlich total interessant für uns Frauen, weil da kriegen wir schon mal mit, hat er Style oder nicht? Wohnen da noch andere Leute oder hat er seine eigene Wohnung? Oder ich meine, hat er überhaupt eine eigene Wohnung? Das sind schon so Dinge, die für uns relevant sind. Also ich denke, dass die meisten Frauen lieber mal seine Wohnung sehen würden. Aber was denkst du bei der Nacht der Nächte, nicht? So seine erste Übernachtungsdate mit jemandem. Würdest du lieber ihn bei dir in der Wohnung treffen oder in seiner Wohnung? Hinterlass mir einen Kommentar. Ich bin gespannt, von dir zu hören. Ross kissed me. No! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Okay, ja, Ladies, wir müssen zugeben, wir sind wirklich so. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh! Okay, all right, we want to hear everything. Monica, get the wine and unplug the phone. Okay. Rachel, does this end well or do we need to get tissues? Oh, it ended very well. Oh, do not start without me! Do not start without me! Okay, all right. Let's hear about the kiss. Was it like a soft brush against your lips? Or was it like a, you know, I gotta have you now kind of thing? Well, at first it was really intense, you know, and then... Oh, God, and then we just sort of sunk into it. Oh, so, okay, was he holding you, or was his hands, like, on your back? And, you know. No, actually, first they started out on my waist, and then they slid up, and then they were in my hair. Oh. Oh. Obwohl ich sagen muss, so dieses Level an Details, weiß ich nicht, Ladies, ob ihr mit euren Freundinnen so viele Details besprecht. Eher ungewöhnlich, aber was sie schon sehr schön schreiben, ist, was Frauen eigentlich am Küssen schön finden, nicht? So wie die Phoebe das so schön vorzeigt. Und war das nur so ein sanfter Kuss oder war das so ein, ich muss dich jetzt haben Kuss? Hat er dich nur so gehalten oder hat er dich wirklich so an sich herangezogen? Also das ist schon, was Frauen wollen, definitiv. Ob man es dann wirklich so im Detail mit Freundinnen bespricht? Vielleicht nicht mehr ab einem bestimmten Alter, das ist vielleicht so eher mit 17. And then I kissed her. Tongue? Yeah. Cool. Genau. Und die Männer. Also dazu muss man nicht mehr viel sagen. Ich glaube, das spiegelt die Realität ganz gut wider. Sein ist einfach ein Lifestyle geworden. Alle denken, ja, könnte ja noch was Besseres kommen. Ich weiß nicht, wie lange ich das so machen kann. Ja, genieß doch einfach mal dein Single-Leben. Was ist das Problem? Es geht mir gut. Es geht mir eigentlich immer gut. Es geht mir gut.
Hey. Das war meins. Ey, was ist denn falsch mit euch Typen, hä? Gentlemanmäßig und so? Sag mal, was ist denn eigentlich falsch mit euch Frauen? Ihr dreht dieses Feminismus-Ding immer so, wie es gerade passt, oder was? Wo er recht hat, oder? Die Interaktion finde ich echt gut. Und man sieht, dass das jetzt schon was Neueres ist, von 2021. Er zahlt Feminismus und so. Sag mal, bist du mich verknallt, oder was? Nee. Denk mal mir doch mal Vögel. Also echt, schaut nach einem guten Film aus. Die Frau ist mir jetzt schon sympathisch. Willst du was trinken? Nee, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ach, was machst du denn da? Ich dachte, das findest du voll gut. Nee. Sorry, hab ich dich verwechselt. Ciao. War wir verabredet? Ist schon komisch, dass es scheinbar leichter ist zu vögeln, als mit jemandem Asia-Food zu essen. Es gibt auch noch Leute, mit denen ist es leichter, Asia-Food zu essen, als zu vögeln. Weißt du, was ich an Pistazien so liebe? Dass man sich das verdienen muss. Das bin ich. Wie lange wart ihr denn zusammen? Gar nicht. Du hast dir gesagt, dass du in sie verliebt bist. Und sie hat dann so nö gesagt, oder wie? Ich bin doch kein Idiot. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich sie liebe. Wieso nicht? Wenn sie nicht nö sagt. Siehst du das? Also, ich sehe da nichts. Hey, stehen bleiben! Vielleicht können wir uns mal wieder zum Sex treffen. Nee, gar nicht. Nur nicht, dass sich noch jemand verliebt. Aber ich finde es süß, dass sich das jetzt quasi so dreht. Nicht, wenn man sich jetzt anschaut, die Serien aus den 90ern und dann quasi 20 Jahre später, wenn jetzt die Frau eigentlich diejenige ist, die sagt, nun lass uns einfach nur zum Sex treffen und er jetzt derjenige ist, der sich verliebt. Ich finde gut, dass das hier mal so ein bisschen umgedreht wird, weil man hier wieder das Bewusstsein dafür öffnet, dass Männer auch Gefühle haben. Durch diese anderen Serien, dieses wie Charlie und Barney, wo diese Typen so übercool sind, distanziert sind, Player sind, wirklich eigentlich beziehungsunfähig wirken. Aber dann hier einen Mann zu zeigen, der eigentlich will und der Gefühle hat und der irgendwie versucht, jetzt aus dieser Bindungsangst rauszukommen, finde ich gut. Finde ich mal ein gutes Vorbild. Niemals. Ich glaube, sie ist nicht da. Der Typ ist von Airbnb! Daten ist das neue Endstadium. Danach kommt nichts mehr. Dann bist du ja trotzdem alleine. Ich hab bloß was noch nie geliebt. Ich hab schon längst mit dem Schluss gemacht. Warum das denn? Der war voll die Klette und der wollte die ganze Zeit nur was mit mir allein machen. Oh, oh cool. Ja, es kommt auch nicht gut an, ja? Wirklich so die goldene Mitte, Leute. Das ist doch super süß. Gott, ist das süß, ey. Geiler Film. Muss ich mir unbedingt ganz anschauen. Finde ich voll super. Gefällt mir. Zu Beginn sagen die ja, die heutige Generation hat es schwieriger, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ist das wahr? Definitiv. Definitiv wahr. Es hat sich vieles verändert, nicht? Einerseits muss man nicht mehr. Das war jetzt vor 20, 30 Jahren noch anders. Du kannst echt zuschauen, es wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wird das verschwommener, lockerer. Und es ist nicht mehr wichtig, verheiratet zu sein, es ist nicht mehr wichtig, eine Beziehung zu haben. Viele Leute haben trotzdem einen starken Wunsch danach. Frauen machen jetzt länger Karriere, bekommen im Durchschnitt viel später Kinder, heiraten im Durchschnitt viel später, wenn überhaupt. Ich meine, wenn man sich auch anschaut, wie sich unsere Gesellschaft in den letzten 100 Jahren entwickelt hat, ist das kein Wunder, dass sich das alles so auseinanderentwickelt. Wenn du früher Single warst und du wolltest Leute kennenlernen, du musstest dich duschen, schön machen, rausgehen, irgendwo draußen Leute kennenlernen. Das war wesentlich aufwendiger. Heute sitzen wir da mit Tinder, swipen links und rechts und haben aber durch diese riesige Auswahl den Eindruck, dass es hier unendlich viele gibt. Und dann entsteht natürlich der Gedanke, na, dann könnte man noch jemanden Besseren finden und noch jemanden Besseren finden. Oder wenn es dann nicht klappt, dann fängt man halt wieder mal neu an. Das ist so ein bisschen die Denke der heutigen Zeit. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die sich umso mehr jetzt wirkliche echte Beziehung und Nähe wünschen und einen Partner suchen, mit dem sie gemeinsam wachsen können und gemeinsam etwas aufbauen können. Aber es wird schwierig. Die nächsten 10, 20 Jahre werden spannend. Wenn dir unsere neue Serie gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Dann wirst du auch sofort informiert, wenn das nächste Video online geht.